Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zwielicht-LP von Haze. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die Zwielicht-LP von Haze, endlich ist es soweit. Das Ganze bereits am vergangenen Freitag, den 16. Februar, erschienen. Zu diesem Zeitpunkt hat es leider nicht geklappt. Amazon hat das Paket am Freitag und am Samstag nicht zugestellt. Dementsprechend musste ich bis Dienstag warten. Dienstag und Mittwoch leider viel unterwegs gewesen, keine Möglichkeit, das Ganze zu machen. Und dementsprechend heute am Donnerstag, den 22. Februar, erst dazu gekommen. Naja, 6 Tage zu spät, aber ich freue mich trotzdem riesig drauf. Bevor wir das Ganze aus der Folie holen, lese ich euch nochmal kurz durch, was wir hier auf dem Sticker haben. Und zwar haben wir hier die Hinweise, limitierte Fanbox und dann den Inhalt aufgelistet. CD-Album inklusive Bonus-EP Zukunft von Haze und Schwaber Ortak. Kaiser-EP von Easy Ono. Tugend oder Ruhm DVD. A Cappella. Fake Urin. Handgeschriebenes Textbuch in A5. Papers und Filter. Und 3 Sticker. Gut, wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien. Und dann nochmal detailliert ansehen. Also, wir werden das Ganze hier oben mal aufschneiden. So. Dass wir die Box auch wirklich mal in Ruhe ansehen können, das Ganze nicht mehr so übertrieben spiegelt. Also, wir haben hier eine schwarz-violette Box. Oben lesen wir die Zwielicht LP, darunter Haze. Und wir haben hier auch noch so einen Hasenkopf, also das Logo von Haze, in den Schriftzug reingemacht. Dann haben wir hier das Gesicht von Haze, der hier gerade eine Menge Rauch ausatmet. Und ich hoffe, man sieht das halbwegs. Wir haben hier mit so einem Glanzaufdruck das Logo nochmal, also den Hasen, den wir oben klein haben, haben wir hier nochmal groß, mittig im Gesicht von Haze. Sieht echt krass aus. Und darunter auch nochmal in dieser Glänzeoptik der Schriftzug HAZE. Einziger Minuspunkt meiner Meinung nach ist der FSK 16 Hinweis. Dieser leider nicht mit Sticker oder nicht auf der Folie angebracht, sondern wirklich auf der Box aufgedruckt. Schade, weil das Boxdesign in meinen Augen echt, echt schön ist und echt von den Farben her gelungen. Auf der Unterseite haben wir wieder diesen Hasenkopf in dieser Glanzoptik. Auf der rechten Seite den Schriftzug Haze und links und rechts jeweils so 2 Zierbalken. Auf der Oberseite wieder der Hasenkopf. Dann lesen wir hier noch Alte Schule Records, also das Label. Und dann hier noch einen Barcode und auch hier wieder der Hasenkopf inklusive Haze Schriftzug. Gut, auf der Rückseite haben wir nochmals die Infos, die wir auf dem Sticker schon hatten, was sich alles in der Box befindet. Auch hier wieder Alte Schule Records, die Credits zum Album und hier so schwarz-violette Wolken. Also Haze, der Name, ist Programm. Auch hier wieder Haze Schriftzug, sehr schön gemacht, kommt hier zum Vorschein. Liebe zum Detail. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal Papes, Filtertipps, das Album an sich, die Zwielicht LP, dann die Bonus EP, die A Cappella Version des Albums, die DVD, Fake Urin. Okay, also das ist einmal so ein Tourflyer und einmal wahrscheinlich die Info zu dem Fake Urin. Schauen wir uns gleich noch an. Das dürfte dann wohl der Fake Urin sein in diesem Beutel. 3 Sticker. Und dann das Textbuch. Die Box von innen glatt in weiß und das Ganze eine Klappbox. Machen wir mal zu. Und dann starten wir mit dem Inhalt. Nachdem hier alles schon ausgepackt ist, bis auf das Album, befreien wir auch dieses noch aus der Folie und dann starten wir auch gleich mit dem Album an sich. So. So sieht das Ganze aus. Also wir haben das Album hier in einem Digipack. Oben links haben wir den Schriftzug Haze
mit dem Hasenkopf darüber. Dann auch hier wieder der Kopf des Interpreten abgebildet in so einer Rauchschwade. Und unten rechts lesen wir die Zwielicht LP. LP steht ja bekanntlich für Long Player. Auf der Seite lesen wir nochmals die Zwielicht LP und hier Hayes. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben insgesamt 17 Stück an der Zahl. Und wir haben Features von Easy Ono, Bossa, Schwaber Ortag, nochmals Schwaber Ortag, Amar, Nate57, Sido und nochmals Easy Ono. Von diesen 17 Tracks haben wir noch 2 Skits dabei, also 15 Tracks und 2 Skits. Barcode und Credits oben rechts. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir okay, alles klar. Ich war jetzt verwirrt, warum hier eine zweite CD ist. Wir haben hier einmal zur Linken das Album an sich, also die Zwielicht LP. Und dann haben wir hier rechts direkt noch drinnen die Zukunft EP von Hayes und Schwaber Ortag. Schön gemacht. Also wir haben hier einmal die CD des Albums verstaut. Sieht so aus. Die Zwielicht LP, Altschule Records. Findet hier links Platz. Und dann haben wir hier rechts die Zukunft EP. Schauen wir uns mal kurz die Tracklist an. 5 Stück an der Zahl. Features, 2x Easy Ono und 1x Belosconi. 5 Tracks an der Zahl. So sieht die EP aus. Also Artwork, das Design durch und durch, dieses Schwarz-Violett, gefällt mir richtig gut. Dann ist hier wohl eine sehr ausführliche Danksagung. Sehr schön. Könnt ihr euch natürlich kurz das Video anhalten und in Ruhe durchlesen. Auch hier wieder in dieser Glanzoptik Alte Schule Records. Und dann haben wir hier noch die Infos zu den beiden Alben. Also die Credits, die Rechteinhaber, wer daran beteiligt war. Gefällt mir gut. Dann haben wir eine weitere Bonus-EP, und zwar die Kaiser-EP von Easy Ono, Alte Schule Records, und hier der Interpret Easy mit einem ziemlich kräftigen Hund. Also das ist mal ein ausgewachsener Steph. Mit dem möchte man sich lieber nicht anlegen. Dann haben wir hier einige Tracks, nämlich 7 Stück an der Zahl. Okay, Features von Julis und Hayes. So sieht das aus. Okay, auch hier wieder die Credits. So sieht das Album aus. Easy Ono, Kaiser, schwarz und weiß. Und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir natürlich die A Cappellas. Oftmals hat man Instrumentals, aber in diesem Fall haben wir die A Cappellas. Ebenfalls in einer Papphülle. Sehen dann so aus, die A Cappellas, die Zwielicht LP A Cappella. Wie gesagt, in einer Papphülle. Cover 1:1, wie auch das Album, nur mit dem Zusatz A Cappella hier über die Augen. Dann haben wir ebenfalls in der Papphülle die DVD, der wir auch den 16er auf der Box zu verdanken haben. DVD Tugend oder Ruhm, der Weg zur Zwielicht LP. Das dürfte wohl so ein Making-of sein, genauso eine Albumdokumentation über die Phase, über die Entstehungsphase des Albums. So sieht das aus. Dann haben wir den Fake Urin. Wir haben hier so einen Beutel, der echt ziemlich prall gefüllt ist. Fake Urin, und zwar 25 Milliliter. Und hier hinten haben wir sogar noch ein Ablaufdatum, also bis Dezember 2020 ist er zu verwenden. Und dann haben wir noch hier so einen Infozettel, und zwar lesen wir hier, Clean Urin ist auch im Labor nicht von sauberem menschlichen Urin zu unterscheiden. 3 Jahre haltbar, auch ungekühlt, weitere Infos hier, cleanurin.de. Alles klar. Auf der Rückseite haben wir die Tourdaten zur Zwielicht-Tour. Also, wenn ihr Lust habt, checkt Hayes live ab. Und ja, zu diesem Urin. Ich glaube, die meisten wissen ungefähr, wie das zu verwenden ist. Wenn man sich diverse Vergehen im Bereich Drogen geleistet hat, dann kann es durchaus sein, dass man irgendwann mal
zum sogenannten Pisstest muss. Bedeutet, die Polizei, die Behörden wollen einfach sicherstellen, dass man nicht gegen irgendwelche Auflagen verstößt und dass man in einer gewissen Zeit clean bleibt. Und da muss man regelmäßig eine Urinprobe abgeben. Und das Ganze kann man dann eben mit so Fake-Urin umgehen, austricksen, je nachdem. Dann haben wir hier einmal Papes, klassisch, in so einem kleinen Etui, hier zum Rausnehmen. Und dazu eben die zugehörigen Filtertipps. So sieht das aus. Auch hier wieder Haze-Logo. Dann haben wir das Textbuch Haze, die Zwielicht-LP-Texte. Okay, heftig. Also das sieht wirklich authentisch aus, als wären das 1:1 die Texte eingescannt, die Haze da verfasst hat. Wir haben auch teilweise Schriftzüge dazu, Sachen geschwärzt, komplett durchgestrichen. Also echt, echt schön gemacht. Gefällt mir richtig gut, weil es nicht einfach nur mit dem Computer abgetippt ist, sondern wirklich original hier eingescannt wurde. Hat auf jeden Fall richtig, richtig Style das Ganze. Gefällt mir richtig, richtig gut, ehrlich. Gerne öfter sowas inboxen. Und zum Abschluss haben wir noch einige Fotos von Haze. HAZE. Alte Schule Records. Und zum Abschluss haben wir dann noch drei Sticker. Einmal diesen Haze-Sticker in quadratischer Form. Den Alte Schule Records in Kreisform. Und dann noch das Albumcover in quadratischer Form. Drei Sticker. Also ich muss sagen, alleine schon vom Artwork gefällt mir die ganze Box und der Inhalt extrem gut, weil Violett neben Schwarz und Rot meine absolute Lieblingsfarbe ist. Und wie gesagt, zum Namen sehr passend, Haze, das Ganze in Schwarz-Violett, gefällt mir das echt gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal diese drei Sticker, zweimal quadratisch, einmal in Kreisform. Dann haben wir das Textheft zur Zwielicht-LP. Den Beutel Fake-Urin inklusive dieses Infozettels. Die Haze-Papes inklusive Filtertipps. Die DVD Tugend oder Ruhm. Das Album in der A Cappella-Version. Die Kaiser-EP. Und das Album an sich, die Zwielicht-LP. Jede Menge Inhalt. Das alles in dieser wunderbaren Box, die Zwielicht-LP von Haze. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Haze unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.